Tag 3 im Familienbetrieb Main Street 22. Nach zweitägiger Recherche und harter Arbeit hatten wir gestern einen kleinen Lichtblick. So, wo man sagt, Mensch, vielleicht kann man darauf ja aufbauen. Ja, aber auch nur vielleicht. Der Sternekoch ist hochmotiviert, noch ahnte nicht, dass der nächste Rückschlag bereits vor der Tür steht. Morgen. Morgen. Wo seid ihr? Was ist denn los? Ja, leichte Schwierigkeiten. Leichte Schwierigkeiten? Wer ist denn der Typ da draußen? Der Stromversorger. Was ist mit dem? Was will der? Naja, der will das Restgeld haben von dieser Endabrechnung und Sicherheitsleistung. Und 3.000 habe ich bezahlt. Ich habe abgemacht mit denen, dass es bis zum 15.10. komplett alles bezahlt ist. Nun ist gestern wohl oder das Geld eine Rate einen Tag zu spät angekommen. Und die haben wir dann die Ratenzahlung wohl geknickt. Und was wollen die, wie viel wollen die haben? Jetzt weiß ich nicht genau. 3.600 hat er gerade zu uns gesagt. Und was ist, wenn er das jetzt nicht zahlt? Wird er mir wahrscheinlich den Strom abklemmen. Hab ja schon. Wann? Wann? Ja, jetzt sofort. Ich habe ja noch nicht mal einen Brief gekriegt. Das weiß ich 2000%ig, ja, weil mein. Warte mal, ich spreche mal mit dem. Ja, scheiße gerade, ehrlich. Alles scheiße. Kann ich Sie mal kurz sprechen? Ganz kurz? What are you afraid of? I know that you are. Ich möchte nur wissen, wie wir da jetzt vorgehen können. Das ist wieder so, wo ich sage, boah, ey. Ja. Making it better. Schönen guten Morgen, Herr. Hier ist Frank Rosin. Wir sind jetzt hier in diesem Objekt und möchten den Menschen helfen. Und jetzt haben wir das Problem, dass sie ihre Schulden nicht bezahlt haben bei Ihnen und sie den Strom abstellen wollen. Für was kann ich denn sorgen, dass sie jetzt oder zukünftig den Strom wieder anstellen? Man steht da wirklich so, oh Gott, was jetzt? Wie geht's weiter? Ein Riesenschock, natürlich, klar. Gut, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich rede mit der Familie. Und weil wir sind hier, wir arbeiten hier, wir wollen in das Geschäft, wir wollen den Menschen helfen. Sind ja dann Forderungen da, die beglichen werden, die müssen ja auch irgendwo erwirtschaftet werden. Konnte der Sternekoch mit dem Stromanbieter verhandeln? Oder gehen im Main Street 22 die Lichter aus? Der Strom wird heute noch nicht abgestellt. Aber wir müssen uns jetzt hinsetzen und müssen eine realistische Zahlungsmodalität besprechen. Ansonsten wird er morgen abgekniffen. Und dann rufe ich ihn nochmal an, dass das dann auch läuft. Das heißt, ich strecke meinen Hintern für euch aus dem Fenster. Jetzt müsst ihr euch im Klaren sein, dass das, was wir jetzt gleich besprechen, dass das auch durchführbar ist. In diesem Moment ist der Spaß vorbei. Ihr könnt gerne den Familienrat jetzt nochmal einbeziehen. Wir treffen uns in 5 Minuten draußen, besprechen uns und dann wird es eine Entscheidung geben. Also 300-400 € kann ich in der Woche zahlen. Sicher, ja. 100%ig. Dann setzt, wollte ich gerade sagen, lieber 50 € niedriger an, dann bist du immer auf der sicheren Seite, falls was ist. Für Nadine steht alles auf dem Spiel. Wie wollt ihr das machen? Also wöchentlich kann ich auf jeden Fall bis 300 €, das schaffe ich. Die erste Rate könnt ihr ja auch direkt mitnehmen. Fachlich sage ich nur, wäre ich normalerweise hier jetzt am Ende, aber moralisch fühle ich mich verpflichtet, euch beizustehen. Der finanzielle Rückschlag, das haut uns jetzt richtig nach hinten, muss man ehrlich sagen eben halt. Das ist ja, wie gesagt, keine kleine Summe Geld, das ist eine große Summe Geld. Und die anderen Unkosten laufen trotzdem weiter. Es ist ja nicht, dass die deswegen zum Stehen kommen. Es ist jetzt ein richtig derber Schlag nach hinten für uns. Gut. Wir werden Folgendes machen. Wir müssen ihn erstmal anrufen und müssen mit ihm telefonieren.
dass wir das von ihm abgenommen bekommen. Vorher können wir nicht weitermachen. Und dann werde ich euch so weit coachen und alle Maßnahmen weiter durchführen, dass wir hier einen guten neuen Start hinbekommen. Frank Rosin geht noch einmal mit dem Stromversorger in die Verhandlung. Was könnten Sie sich vorstellen, wie man was für eine Zahlungsmodalität Sie akzeptieren würden? Lässt sich der Stromanbieter auf den Deal ein? Machen Sie mir mal eine Ansage. Lieben Gruß und herzlichen Dank. Bis bald, ja? €2.200 in 3 Tagen. Die Ratenzahlung wurde abgelehnt. Ist das das Ende? Ja, die werde ich aber zusammenkriegen. 1, 2 habe ich jetzt. Kriege ich zusammen. Ich habe ja noch Geld. Das werde ich definitiv nehmen und dann bekomme ich sowieso noch Geld, so dass ich das dann Montag auch direkt überweisen kann. Wenn nicht, dann müssen wir von Familie noch mal ran. Nützt nichts. Aber es muss bezahlt werden bis Montag halt, ne? Gut, dann fangen wir jetzt an zu arbeiten. Maßnahmenkatalog. Als erstes brauchen wir eine kulinarische Idee. Pizza und Burger. Und wir werden hier Kern renovieren. Es kommt ein Kollege aus Österreich, der Flo, Innenarchitekt. Und der wird das hier alles realisieren. Und wir brauchen Personal. Braucht einen Koch. Jemand, der rechnen kann, der Timing versteht, der ein Verständnis für Karte und für Machbarkeit hat. Das Restaurant braucht frischen Wind. Für die richtige Umsetzung der neuen kulinarischen Linie soll künftig ein gelernter Koch sorgen. Dennoch gebe ich euch keine Garantie. Für nichts. Aber ich bin da, bis zum Schluss. Los geht's. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Haben sie es verdient oder nicht? Ich weiß es auch nicht. Aber wenn ich jetzt als Vater mit meiner Familie da stehen würde, hätte 8 Kinder im Rücken und diese Verantwortung, dann würde ich auch dem Frank Rosin sagen, bitte tu doch alles, was in deiner Macht steht. Und das tue ich jetzt. Finde ich eigentlich ganz toll von Frank, dass er da trotz dieser Schwierigkeiten doch zu uns hält und da irgendwo eine Lösung finden möchte mit uns zusammen. Und dass wir da diesen Weg dann gemeinsam gehen. Guck mal, wer da kommt. Hallo, dann vorstellen, das ist der Flo, der Innenarchitekt. Hallo, grüß dich. Es geht direkt los. Ich würde damit mal beginnen, dass wir Teile der Dekoration gleich mal dann abnehmen. Ein bisschen ausdünnen. Weniger ist mehr. Die alte Dekoration muss als erstes weg. Jetzt haben wir hier einen kleinen Schritt. Und irgendwie so ein Lichtblick der kulinarischen Erfahrung von gestern. Wir werden einfach mal weitersehen, Step by Step. Einige Tage später herrscht in Nadines Restaurant Hochbetrieb. Wie immer packt die ganze Familie mit an. Und auch professionelle Helfer greifen der 8-fachen Mutter tatkräftig unter die Arme. Denn Nadines Neuanfang soll auch optisch zu sehen sein. Und wie gefällt es der Chefin? Schon ein krasser Unterschied zu vorher, auf jeden Fall. Aber sieht ganz gut aus so. Ja, gefällt mir wohl.